Stell dir vor, deine Familie ist tot. Kein Essen und kein Wasser, du bist in riesiger Not. Du hast jeden Tag nur Angst und das seit Dutzenden Jahren. Die Waffe deines Gegners steht geputzt und geladen. Du weißt, jeden kleinen Fehler musst du bezahlen. Willst dich wehren, aber findest nur noch Schutt auf den Straßen. Dein Feind mangelt an nichts, er scheint im Luxus zu baden. Er sagt, er muss sich wehren, doch steht unter Schutz vieler Staaten. Du willst was tun, aber wehren verboten. Dafür prasseln jeden Tag 1000 Raketen zu Boden. Dein Volk ist so wie Zombies voller lebenden Toten. Doch keiner sieht, was er wird täglich in den Medien betrogen. Alle sind arm, deine Wirtschaft zerschlagen. Bist zu schwach, um was zu tun, du hast nur Würmer im Magen. Willst dein Land den Teufel austreiben wie ein Exorzist. Doch für jeden Stein, den du schmeißt, bist du ein Terrorist. Wo ist das Recht und der Frieden? Warum müssen sich weltweit dauernd Länder bekriegen? Warum sind wir keine Einheit? Warum gibt es zwei Seiten? Dank Amerika und Co. wird es immer so bleiben. Wo ist der Sinn an der Scheiße? An Kinder zerfleischen? Kein arabischer Frühling, man muss sich erst vom Winter befreien. Welches Land hilft Palästina und lindert das Leiden? Es gibt wohl kein Thema, denn hier herrscht empfindsames Schweigen. Frieden für Palästina und Israel. Hoffentlich wird sich eines Tages alles ändern und eine Lösung gefunden. Nur leider ist das nicht möglich, solange alle wegsehen und jeder, der hinsieht, gleich ein Judenhasser ist. Und nein, ich bin kein Antisemit, aber ein Mensch mit Herz und ich find einfach krank, was geschieht. Ein ganzes Land ist im Krieg, voller Panzer, die schießen. Wo ist auf beiden Seiten bloß die Toleranz und die Liebe? Unterbunden von einer Handvoll großer Kriegsverbrecher. Das ist schlimmer als Irak, wo sind die Friedensbrecher? Doch in diesem Konflikt sind Menschenrechte egal. Soldaten und Regierungen kennen keine Grenzen der Moral. Wäre ich Israeli, würde ich mich für die Regierung schämen. Die Gaza schrumpfen lässt anhand der Siedlungspläne. Doch es ist nie zu spät, sich gegen Krieg zu wehren. Vielleicht wird es eines Tages endlich Frieden geben.